Hallo und willkommen zum nächsten Weekend Talk. Heute mal spontan vorm PC aufgenommen. Ich war gerade noch fleißig dabei aufzunehmen, und zwar Minecraft The Zone, was auch gleich das Einstiegsthema ist. Ich lebe immer noch und schaffe es immer noch nicht, genau in die Kamera zu gucken. Wie gesagt, ich lebe immer noch und das macht mich ziemlich happy. Liegt aber auch daran, dass wir nur in der Höhle unterwegs sind und uns ein bisschen ausrüsten, was bis jetzt noch nicht sehr viel gebracht hat, weil ich habe gerade mal Eisen, ja. Ich war eigentlich schon mit zwei Diamanten zufrieden für ein Diaschwert, aber nicht mal das wird uns gekönnt. So, Spaß beiseite. Es wäre wirklich sehr schön, wenn ich das mal finden würde. Und wie gesagt, 11 Parts haben wir schon. Also habe ich jetzt aufgenommen. Kann ich vielleicht mal ganz kurz zeigen, so nebenbei. Warte mal, ich nehme einfach mal das Handy. Kann man ja mal machen. Sieht man das? Da. Das wird gleich noch gerendert und ich mache mal schnell wieder die Seite auf. Ah, viel besser. Irgendwie sind die Lichtverhältnisse jetzt anders, aber egal. Wie gesagt, ich rende das mal schnell durch, jetzt die zwei Parts, und dann habe ich wieder vorrätig und morgen mal gucken, ob ich aufnehme, vielleicht auch erst übermorgen. Nach Lust und Laune. Ich habe ja noch drei Parts vorrätig und mehr als drei darf man ja eh nicht aufnehmen. Was haben wir noch als Thema? Ja, ihr habt gerade schon meinen Hintergrund gesehen. Das Spiel nennt sich Neverending Nightmares, ist ein Horror-Survival-Game. Naja, Horror-Survival ist eher falsch ausgedrückt, eigentlich nur ein Horror-Game. In 2D-Stil gehalten, schwarz-weiß, nur mit Blut ist rot und Katzen sind rot und sowas halt. So Artikel, mit denen man interagieren kann, sind, glaube ich, rot. Verbessert mich, wenn ich nicht richtig liege, aber ich glaube, so ist es. Da geht es um Selbstverstümmelung, also alles Mögliche, blutig, Leichen, also alles, was im 18er-Bereich alles so auftritt. Könnt ihr mir gern zuschauen, mache ich auf jeden Fall mit Facecam, mit meiner schönen, nagelneuen Facecam-Webcam hier. Hier, da, so. Ja, habe ich mir über Amazon bestellt und mit der werde ich das Ganze aufnehmen. Hoffentlich gefällt es euch. Ich würde mich über positive Rückmeldungen natürlich sehr freuen. Ja. Oh, was gibt es noch zu erzählen? Ja. Wenn ich sterben soll, dem Projekt, dann werden die anderen Let's Plays wieder wie gewohnt aufgenommen. Also Bioshock, Minecraft Singleplayer und was habe ich noch im Moment? Und The Long Dark. Wird alles wieder aufgenommen. Und ja, der Zulfi hat im Moment schon ein neues Projekt, glaube ich, in Aussicht, also wenn ich da rausfliegen sollte, weil er will mit mir unbedingt mein Projekt zusammen machen, habe ich auch sehr viel Bock drauf und deswegen freue ich mich schon, wenn er irgendwas finden sollte. Solange bleibt uns nichts anderes übrig. Was heißt nichts anderes übrig? Ich freue mich, dass ich noch lebe beim Projekt. Das ist mal wow, ey, ey, 11 Folgen. Ja, gut, wenn man bedenkt, andere Leute fliegen nach den ersten 9 Minuten raus und ich überlebe gerade mal 11 Folgen. Ja, mal eine kleine Anspielung. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch sehr gut gefallen hat, gebt auch gerne mal ein Abo. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und dann gibt es nichts mehr zu sagen, würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Achso, ich wollte noch ganz kurz was anmerken. Letzte Woche kam kein Weekend Talk. Das liegt daran, ich hatte einfach so viel Stress, ich habe das nicht gebacken bekommen, um noch was aufzunehmen. Ich war auch so müde, das wäre nicht gut geworden. Tut mir leid, Daumen nach oben, wenn ihr es versteht. Nein, Spaß. Ja, wäre nicht mehr gegangen. Gut, jetzt aber würde ich sagen, ich bin nur bei 4 Minuten, mehr als normal. Man sieht sich beim nächsten Let's Play, beziehungsweise morgen wieder bei Let's Play Minecraft The Zone und bis dahin, ciao.